Hallo Leute! Willkommen bei diesem LS23 Tutorial Video. In diesem Video geht es um Düngen. Und wohlgemerkt, dies ist ein Tutorial für den mobilen Landwirtschaftssimulator. Das sage ich extra dazu, weil die beiden oft verwechselt werden. Es ist jetzt also nicht der LS22, sondern der LS23. Okay, kommen wir zum Düngen. Düngen ist sehr wichtig bei der Feldbearbeitung, weil man dadurch einen ganz erheblichen Ertragsbonus kriegt. Und man kann sogar zweimal düngen während eines Erntezyklus und kriegt dann gleich den doppelten Ertragsbonus. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man düngen kann. Hier zeige ich euch die einfachste Methode und hauptsächlich um die geht es auch in diesem Video. Hier mit einem Düngestreuer mit Mineraldünger. Das sind so ja, kleine Körnchen, die da verstreut werden. Und außerdem gibt es noch die Möglichkeit, das zeige ich euch aber dann am besten im Shop. Erst gucken wir hier mal bei den Düngestreuern, was es da so im Angebot gibt. Das hier ist relativ weit hinten, da muss man also nach rechts blättern erst, bis man zu den Düngestreuern kommt. Und dann gibt es diesen kleinen, den ich jetzt hier habe. Der sieht aber nur klein aus, der ist eigentlich richtig prima. Und zwar kostet der 25.000 Euro, das ist relativ preiswert. Er fasst 3.200 Liter Mineraldünger und er hat eine Arbeitsbreite von 42 Meter. Da muss man bei diesen kleinen Feldern nur einmal auf und abfahren und hat das ganze Feld gedüngt. Und man kann sogar mit 18 Stundenkilometer schnell düngen, das geht also ziemlich zackig. Dann gibt es hier noch den von Bredahl, der ist deutlich teurer, kostet 78.000. Es passt sehr viel mehr Dünger rein, 18.950 Liter. Und der hat aber nur eine Arbeitsbreite von 24 Meter. Und vielleicht fragt ihr euch, ja und, passt, was ist mit Kalk? Passt der da auch rein? Nein, im LS23 gibt es keinen Kalk. Und im LS22 würde dieses gleiche Gerät auch fürs Kalkausbringen nützlich sein, aber da es im LS23 keinen Kalk gibt, kann man den hier auch nur fürs normale Düngen nutzen. Jo, da gehen wir hier mal zurück. Was es hier auch im LS23 nicht gibt, zumindest nicht für die normalen Felder, ist Flüssigdüngung auf normalen Feldern. Man kann also nur mit diesem mit körnerartigen Mineraldünger arbeiten, was so fertig gekauften Dünger angeht. Und die Feldspritzen, die es bei Pflanzenschutz gibt, die sind im LS23 nur für die Unkrautbekämpfung gedacht und können keinen Flüssigdünger ausbringen. Ist auch ein wichtiger Unterschied. Wer den LS22 kennt und auch mal auf der Mobilversion spielen will, der sollte diesen Unterschied kennen, weil es einfach ja, anders ist. Was es aber noch für Möglichkeiten gibt zu düngen ist, man kann auch mit einem Miststreuer Mist ausbringen. Da gibt es zwei verschiedene Varianten. Und es ist aber so ein eigenes Thema, das machen wir in anderen Videos. Und man braucht dafür auch entweder Kühe oder Schweine. Sonst hat man keinen Mist. Und das gleiche gilt für Gülle. Auch für Gülle-Ausbringung. Das düngt auch, also Mist und Gülle düngen. Und da braucht man aber auch Schweine und Kühe. Es gibt hier einige Güllefässer. Naja, drei. Aber immerhin.
Und aber man muss da halt Kühe oder Schweine halten, um Gülle zu bekommen. Und dann gibt es noch eine ganz andere Möglichkeit zu düngen. Und zwar ist es gibt eine ganz spezielle Feldfrucht, die man als Zwischenfeldfrucht anbaut. Und das ist eine sogenannte Gründüngung. Und da gehen wir hier jetzt mal runter bei den ganzen Fruchtarten. Bis ganz nach unten. Da ist der Ölrettich. Den sät man an und dann ist der normalerweise am nächsten Tag erntereif. Aber man erntet den nicht, sondern man grubbert den einfach unter und dann hat das Feld die erste Düngestufe erreicht. Also damit kann man auch düngen. Das ist eine ja sehr umweltfreundliche Möglichkeit zu düngen. Und wenn man so ein bisschen biobauermäßig unterwegs sein will, dann ist der Ölrettich eine ganz tolle Möglichkeit zu düngen. Aber auch der Ölrettichanbau ist einfach ein extra Thema, das für ein anderes Extra-Tutorial geeignet ist. Wir kümmern uns hier jetzt um das Düngen mit Mineraldünger. Und es ist auch die einfachste und schnellste Methode, kostet schon etwas Geld, aber wie gesagt, einfach und schnell. Das hier ist dieser Düngestreuer, der bleibt hier normalerweise offen im LS23. Anders als im LS22, da macht man ihn normalerweise zu, aber wir können ihn hier nicht auf und zu machen. So, jetzt habe ich den angekoppelt. Ich habe auch ein automatisches Gewicht vorne dran gekriegt. So. Und jetzt fahren wir hier zum Auffüllen. Der ist nämlich fast leer. Zu unserem Kaufsilo. So. Und hier kann man Saatgut, Herbizide und Dünger kaufen. Mit X gehe ich hier in die Auswahl. Mineraldünger will ich haben. Ja. A. Und jetzt rauscht das Geld weg. Mineraldünger ist teurer als Saatgut. So, ich könnte das hier auch während des Auffüllens stoppen, wenn ich nicht genug Geld hätte. So. So, zurück. Und jetzt düngen wir hier mal. Oh, ich habe noch eine Möglichkeit zu düngen vergessen. Eine, die ich hier auch schon gemacht habe. Ich fahre hier jetzt erstmal hin zu dem Feld und dann zeige ich euch das. Da hüpfen wir zu, ach, nochmal hüpfen, da aussteigen, hinrennen. Hier diese Sämaschine, die düngt automatisch. Also die sät nicht nur, sondern die düngt auch direkt beim Sehen. Und da gibt es auch verschiedene. Da gucken wir hier mal bei der Sätechnik. So. So, die billigen Sämaschinen, die säen nicht. Und man sieht das auch rechts, gibt es so ein Symbol, wo es irgendwie so ein viereckiger Eimer ist. Und da rechts ist ein Symbol daneben, da passt nur Saatgut rein. Hier auch nur. Und hier, das ist die, die wir haben. Da ist jetzt vor lauter großen Zahlen, dass die rechte Anzeige nach unten links gerutscht. Und da sieht man jetzt zwei Symbole. Da sieht man auch noch so den Beutel mit dem Blatt. Und das ist das Symbol für Mineraldünger. Und hier kann man auch die Beschreibung. Sie schreiben hier aber nicht, dass die auch düngt.
Sie schreiben hier nur, dass diese Sämaschine auch Direktsaat macht. Das heißt, man muss diese Info sich holen aus diesem kleinen Symbol, dass da auch Dünger reinpasst. Dann gucken wir mal die nächste. Die ist teurer und hat aber keine Düngefunktion. Und jetzt die übernächste wieder, die hat wieder eine Düngefunktion. Und bei der Einzelkorn-Sätechnik können wir auch mal gucken. Da ist es zum Teil auch anders, als man denkt. Die kleine, die hat eine Düngefunktion. Hier die nächste, die Lempken auch. Die Optime auch. Und die ganz große, die Direktsaat hat, hat keine Düngefunktion. Also hier gibt es keine Sämaschine, die sowohl Direktsaat als auch Düngefunktion hat bei der Einzelkorn-Sätechnik. So, und weil ich diese Sämaschine hier habe, ist unser Feld auch schon gedüngt. Einmal. Da gehen wir mal gucken. Da steht schon gedüngt 50%. Wir haben auch schon 70% Ertragsbonus. Die Zahl sollten wir uns merken. Und ja, wenn wir jetzt das zweite Mal drüber gehen, heißt es dann gedüngt 100%. So. Jetzt hüpfen wir hier rein und werfen den Düngestreuer an. So. Und düngen mal kräftig. Jetzt gucken wir, ob wir hier bis an den Rand rankommen. So. Ja, scheint so. Gerade so eben. Und hier sieht man, da verlieren wir jetzt zwar ein bisschen, aber ich lasse vielleicht dann auch gleich mal den Helfer ein paar Meter fahren. So. Dass wir uns das in Ruhe angucken können. Da werden diese weißen Körnchen auf dem Feld in einer sehr großen Breite verstreut. So, da das ein einfaches Gerät ist, müsste er das Wenden jetzt gut hinkriegen. Bei den Feldern in Neubrunn, da findet der Düngestreuerhelfer aber auf den kleinen Feldern immer, dass er eigentlich schon fertig ist mit der Arbeit. So, und jetzt gehen wir mal weit weg und guck mal da ganz links. Der Bereich ist dunkel und der rechte Bereich vom Feld ist hell. Und aber das sieht man nur in der Ferne, man sieht das nicht in der Nähe. Und wenn das Feld dunkel ist, heißt es, es wurde gedüngt. Und wenn es heller wird, dann heißt es, es wurde zuletzt gegen Unkraut behandelt. So. Gut, wir haben dieses Feld jetzt gedüngt. Es ging ja wirklich schön schnell. Okay. Und jetzt gucken wir hier nochmal. Jetzt haben wir einen Ertragsbonus von 100%. Es ist also 30% dazugekommen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass man zweimal düngen kann, kriegt man 60% Ertragsbonus durch das Düngen. Einen weiteren Ertragsbonus kriegt man durch Pflügen. Und ja, je nachdem, was man angebaut hat, muss man aber normalerweise nicht pflügen. Man muss häufig mal pflügen, wenn man ein Feld neu gekauft hat oder wenn man Wurzelfrüchte und so angebaut hat. Dann muss man danach pflügen. Das steht dann hier auch. Und wenn man aber nur normales Getreide angebaut hat, muss man nicht pflügen und kriegt diesen Ertragsbonus automatisch. Und man kriegt noch 20% Ertragsbonus, wenn man gegen Unkraut behandelt. Und aber das Düngen macht mit Abstand den meisten Bonus. Das sind in Summe 60%. Und darum, wenn ich einen neuen Spielstand anfange und wenig Geld habe, kaufe ich mir möglichst schnell einen Düngestreuer. Die anderen Sachen sind nicht ganz so eilig. Das ist zumindest meine Beurteilung der Situation, was man
am besten zuerst kauft, weil es am meisten bringt. Da gehört der Düngestreuer für mich ganz, ganz an den Anfang sozusagen. Jo, das war's zum Thema Düngen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.